Nachhaltigkeit und Tiere. Wusstest du, dass es etwa 1 Milliarde Arten im Verlauf der Erdgeschichte gab? Heutzutage gibt es nur noch 15 Millionen Arten. 2006 waren 16.300 Tier- und Pflanzenarten bedroht und standen auf der roten Liste gefährdeter Arten. Theoretisch sind Tierversuche erlaubt, wenn sie unbedingt erforderlich sind. Fast 2,5 Millionen Tiere werden jährlich in Deutschlands Versuchslaboratorien eingesetzt. 2006 starben 1.851 Affen und 4.260 Hunde für Versuche. Und das sind nur zwei Tierarten. 10 bis 20 Füchse oder 150 bis 200 Chinchilla müssen für einen Pelzmantel sterben. Nachhaltige Landwirtschaft heißt, dass man so anbaut, dass es auch morgen noch genutzt werden kann. Das Futter so produzieren, dass es aus eigener Herstellung ist. Was kannst du tun? Melde dich bei Demonstrationen an und setze dich aktiv gegen Tierversuche ein. Demos gegen Tierversuche sind zum Beispiel am 21.02.2019 in Freiburg und am 24.02.2019 in Bremen. Achte bei Eiern immer gut auf den Code. Eier mit einer 0 kommen aus Biohaltung, Eier mit einer 1 aus Freilandhaltung und Eier mit einer 2 aus Bodenhaltung. Eier mit einer 3 kommen aus Käfighaltung. Kauft am besten nur noch Tierprodukte, bei denen die Tiere ein gutes Leben hatten. Du kannst weniger Fleisch essen und kein Pelz oder Leder kaufen.